So, den Gallimus, den darfen wir auch hier dazu, würde ich sagen, oder? Da haben wir hier drin Struthios und Gallimimusse. Kann ich eigentlich noch mehr Aufträge annehmen? Kann ich da mehr als 3 Aufträge haben oder geht da nur maximal... Nein, da gehen nur maximal 3. Was war das gerade? Mit 3 Sternen schalte ich Isla Pena frei. Isla Pena ist die Kleine hier. Ich muss schon sagen, ich habe vor Isla Pena schon ein bisschen Angst. Muss ich ganz offen sagen. Ich sag's mal so, hier steht irgendwas von beschränkter Platz. Was einige Spezies für diese Insel besser geeignet macht als andere. Dass hier meistens nachts gearbeitet wird und die häufigen Stürme. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht, dass das da steht, gell? Jetzt Isla Sorna, das ist eigentlich... Isla Sorna ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch, das ist... Isla Sorna ist ja eigentlich so eine eingeschränkte, so nicht wirklich eingeschränkte. Es ist eigentlich eine ziemlich große Insel mit sehr viel Platz und da kann man eigentlich alles schön machen. Natürlich ist nicht zu vergleichen mit Isla Nubla. Isla Nubla ist extrem toll, aber Isla Sorna, da freue ich mich schon drauf. Aber Isla Pena, davor habe ich richtig Angst vor dieser Insel. Neues lebensfähiges Genom, Gallimimus. Epoche Obergreide, Ornithomimidea. Dae? Dae, Entschuldigung. Gallimimus, Höhe 1,90, Gewicht 400 Kilogramm, Länge 4,3 Meter, Bodenpflanzenfresser. Der, Hashtag Gallimimus. Der Gallimimus ist ein Dinosaurier, der dem Strauß ähnelt und für sein Tempo bekannt ist. Was sich mit einem Geparden vergleichen lässt. Sein Name bedeutet Hühnernachahmer. Er gehört zu den größten Arten der Ornithomimosaurier und hat sich wahrscheinlich von kleinen Tieren, Eiern und möglicherweise auch gewissen Pflanzen ernährt. Das erste Gallimimus-Fossil wurde in der polnisch-mongolischen Expedition in der Nemgit-Formation in der Wüste Gobi gefunden. Bisher wurde nur eine Spezies dieser Gattung entdeckt. Interessant. Mehr oder weniger auf jeden Fall. Kann ich mir denn gleich so ein Gallimimus 80.000? Okay, da würde ich sagen, warten wir bis wir 160 haben, dann können wir 2 machen. Weil ich glaube, der Gallimimus hat auch einen sehr hohen Wert von Sozialwert, also sprich, davon braucht man auch mehr als einen. Das ist zum Beispiel hier Sozialbestand und so. Müsste der Gallimimus eigentlich auch einen sehr hohen Wert haben. Hoffe ich doch mal. Und mehr Dinos heißt mehr Geld. Komm gar nicht zum Tor. So nah komme ich gar nicht dran.
Ich hoffe nur, dass beide was werden. Es wäre nämlich sehr schade, wenn einer nichts wird. Denke mal, zu zweit kann ich es eine Zeit lang lassen. Aber alleine, ich glaube, alleine würde der mir am Rad drehen hier. Ach ja, noch was, er hört sich ein bisschen an wie ein Hühnchen. Das blieb nicht unbemerkt. Hier ist eine Belohnung. Zum Dank für Ihre Errungenschaften auf Isla Tacaño. An Gallimimus. Dr. Grant war von ihrer letzten Kreation begeistert. Er war der Meinung, dass dieser Dino einer der nächsten genetischen Verwandten der heutigen Vögel war. Ja, klar, ist auch so. Schon mal gehört, dass der Geräusche von sich gibt? Ne, der hat schon irgendwie ein bisschen was von einem Hühnchen. Findet ihr nicht auch? Yay, neues Kursumspannwerk. Brauchen wir aber nicht. Ja, wie gesagt, der hat schon was von Hühnchen. Zieht ihn mal. Hört man aber auch, ne? Also einige Töne von ihm hören sich wirklich so auch sogar an wie ein Hühnchen. Ne? Okay, einige Sachen hören sich jetzt auch nicht ganz und gar nicht so an. Aber hab ich's gerade gehört? Die haben sogar gepfiffen, die Vögelchen. Also. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Ich finde es einfach genial. Ich sag mal so, Gallimimus und Dinge, die verstehen sich also. Und was Profitables. Danke sehr. Apropos, das große Umspannwerk, was kostet es eigentlich? 50.000. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinsetzen möchte oder da hin oder so. Ich glaube, das mache ich sogar. Kann ich nämlich das da verkaufen? Und das da verkaufen? Und das da verkaufen? Willkommen zurück. Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Oh. Ja. Was zum Teufel? Das ist kein Dino, was soll das denn sein? Jetzt reicht's aber, oder?
Ach, das ist der Vierer. Sie hat sich auch so wie die Studios. Mein Studios habe ich 5, oder? 1, 2, 3, 4 und 5. Und von Gallimimus sind ich am besten auch 5. Nur 5. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, als nächstes werde ich dann noch das kleine Kraftwerk hier hinten austauschen. Aber ich brauche ja immer noch ein Forschungszentrum. Ne? Eins nach dem anderen werde ich ja schon sagen. Was habe ich denn eigentlich hier? Leiterladen, Spielwarenladen, fast. Dino-Speise. Plüsch-Dino. Und der Dino-Overall. Aber schon für 30 verscheuern, oder? Meine, wir sind Jurassic World und nicht Kick. Wir haben neue Ingame-Daten. Ach, ein neuer Ort. Was haben wir denn? Die Hauptstraße in Jurassic World verbindet das Innovationszentrum mit der Mosasaurus-Lagune. Sie besteht aus einer Reihe von Läden und Verkaufsbuden für internationale Marken und Jurassic World-Produkte. Viele der Attraktionen sind direkt an der Hauptstraße angeschlossen. Die Hauptstraße dient während des Vorfalls von 2015, bei dem durch die Zerstörung des Aviariums entkommenden Petrosaurier über die schutzlosen Besucher herfiel als Evakuierungszone. Außerdem fand hier der Endkampf mit dem Indominus Rex statt. Filme Jurassic World. Apropos Jurassic World, ich habe da vor kurzem den zweiten Film jetzt endlich geschaut. Ich hatte ja lange Zeit einfach keine Lust ins Kino zu gehen. Ich bin kein großer Fan von Kinos, muss man ganz offen sagen. Aber ja, ich dachte mir, wenn ich jetzt dieses Spiel schon spiele, dann sollte ich mir schon den zweiten Film anschauen. Und ich muss sagen, der zweite Film ist richtig schön, nur das Ende fand ich doof. Das Ende fand ich richtig doof.